Jungs, wie geht's? Bin heute Morgen aufgewacht und habe etwas gesehen. Und das würde ich euch gerne zeigen. Blizzard hat jetzt alle Änderungen für Patch 9.1.5 bekannt gegeben. Sie arbeiten wieder an World of Warcraft. So, wir wechseln mal rüber und schauen uns das alles zusammen durch. Ich habe noch nichts gesehen. Okay, hier fängt's an. Update für die Pakte. Spieler, die für einen Pakt das Maximum an Ammo und Ruhm erreichen können, ohne Abklingzeit oder sonstige Beschränkungen, frei zwischen den vier Pakten wechseln. Wow, what the fuck, man kann jetzt endlich, heilige Scheiße, endlich kann man jetzt Pakte wechseln, holy shit. Kosmetische Belohnungen, einschließlich Haustiere und Reittiere, die durch diesen Pakt gewährt wurden, sind danach dauerhaft verfügbar, auch wenn ihr einem anderen Pakt angehört. Der Wechsel zwischen Pakten und die Verwendung von kosmetischen Belohnungen gilt auch für Nebencharaktere, sobald ein Charakter die Ruhmschwelle erreicht hat. Uff, das ist jetzt clean runtergegangen. Okay, also wir fassen jetzt mal zusammen. Man kann alles behalten und man kann immer Pakte wechseln. Das ist sehr gut. Medienenergie wird entfernt. Heilige Scheiße, endlich! Oh mein Gott! Medien können ohne Einschränkungen freigetauscht werden. Heilige Scheiße, endlich! Der Abschluss einer Paktkampagne mit einem Charakter ermöglicht es, mit Nebencharakteren dieselbe Paktkampagne zu überspringen und sofort dem entsprechenden Ruhm und einen dritten Seelenband zu verdienen, ohne die gesamte Geschichte noch einmal spielen zu müssen. Okay, das bedeutet, wenn man einen neuen Charakter macht, muss man nicht die ganze Pakt-Scheiße nochmal machen. Das ist genau der Grund, warum ich in Shadowlands keinen Zweitcharakter aufgelevelt habe, weil ich keinen Bock auf die Scheiße hatte. Okay, neue Charakteranpassung. Nachtgeborene und Lichtgeschmiedeträne erhalten eine Reihe neuer Charakteranpassungen. Für leeren Elfen gibt es weitere Anpassungen der Ohrengröße für Druiden, neue Reisegestalten und für Nachtfeen neue Seelengestalten. Das ist mir eigentlich so ziemlich scheißegal. Ich spiele keine Lichtgeschmiedeträne, ich spiele keine leeren Elfen, so. Zeitwanderung für Legion. Wagt euch mit Zeitwanderung für Legion zurück in Dungeons von Legion und stellt euch dort den wartenden Herausforderungen, einschließlich Dungeons der Schwierigkeitsstufe Mythisch Plus. Bei seiner Einführung in dieses Ereignis 2 Wochen lang aktiv und wechselt dann im Rahmen weiterer Bonusereignisse auf die übliche Zeitdauer von 1 Woche. Okay, es gibt jetzt endlich Legion Zeitwanderung. Das ist gut. Da habe ich Bock drauf. Ihr springt die Einführung im Schlund. Okay, das muss ich nicht durchlesen. Das weiß ich, was es ist. Insel-Expedition solo oder als Gruppe meistern, okay. Verbesserung für Talente und Fähigkeiten. Was das in Patch 9.1.5 arbeiten die Entwickler an zusätzlichen Updates für verschiedene Klassentalente und Fähigkeiten. Darunter Medien, Runenschnitten und Anpassungen für die Klassenfähigkeiten der Prakte. Freischaltung verbündeter Völker. Okay. Verbündung Völker wie die Menschen von Kultiris, Mechagnome und Dunkleisenzwerge, für denen Freischaltung bisher der Abschluss eines Dungeons erforderlich war, muss jetzt die jeweilige Quest nicht mehr abgeschlossen werden, um Zugriff auf diese Völker zu halten. Spiele können sie stattdessen einfach überspringen. Okay, das ist nice. So, zusätzliche Reisepunkte im Schlund. Neue Abgabeoption für Anima. Verlinken von Transmog-Sets. Jetzt kommen wir zum guten Scheiß. Stellt euer komplettes Transmog-Rifikationsset im Chat oder online zur Schau, indem ihr es einfach aus der Anprobe heraus verlinkt. Lol, das ist nice, okay. Verbesserung für Stufenaufstiege mit Twinks. Stufenaufstiege mit 2 Charakteren in Shadowlands werden durch verschiedene Erneuerungen verbessert. So wurden unter anderem ein weiterer Rang für Erbstückaufwertungen hinzugefügt und weitere Verbesserungen für Feen des Schicksals eingeführt, darunter Torghast als zusätzliche Option sowie Ruhmerhalt für den Abschluss von Bonuszielen. Machtanpassungen für PvP-Ausrüstung. Rezepte fürs Runenschnitzen. Die Häufigkeit, mit der Rezepte fürs Runenschnitzen in Dungeons fallen gelassen werden, wird für alle Schwierigkeitsgrade auf 100% erhöht. What the fuck? What the fuck? 100% Drop-Chance, endlich, Digga. Endlich. Klassischer Beutemodus für Battle for Azeroth. Also, ich will euch jetzt mal was erklären. Alle Änderungen, die hier dabei sind, sind richtig, richtig geil. Aber es ist ein Problem. Es ist für mich kein Win. Blizzard hat das gleiche schon in Battle for Azeroth und Legion gemacht. Da, wo sie gemerkt haben, dass richtig viele Spieler quitten, machen sie die guten Veränderungen. Und für mich ist es einfach traurig. Es ist... Bei Blizzard ist so, sie machen Erneuerungen, aber das Problem ist die Zeit, die es braucht, damit sie diese Änderungen mal implizieren. Die Zeit, die es braucht, dieses Feedback von den Spielern wahrzunehmen. Das ist einfach, das streckt sich so lange hin und jetzt versuchen sie irgendwie World of Warcraft noch zu retten, indem sie die ganze Zeit gute Änderungen jetzt bringen. Also sie sollten mal damit anfangen, Änderungen schon am Anfang von der nächsten Expansion oder vielleicht sogar schon zu der Beta oder Alpha zu implementieren, wenn sie merken, dass richtig viele Spieler die Funktion scheiße finden. Das ist so mein Problem mit Blizzard auch. Okay, genug jetzt. Ich glaube, wir sind jetzt das erste Mal in GTA Online rein. Also mit jemand das Video vorgeschlagen von Cardboard Animations from WoW to Final Fantasy 14. Okay.
Oh. Wow, Refugee Ship. Wie geil. Oh, das ist traurig. Oh nein, mein ganzes Geld wurde für Stormans ausgegeben. Oh nein. Ich habe übrigens kein einziges Stormans, by the way. Da spielen wir gleich danach. Final Fantasy 15. Hab selber nur ein, zwei Mal kurz gespielt. Wow. Nein. Haben sie das Baby zurückgelassen? Not a bot. Explodier einfach in WoW Tokens. Geiles Video.